Moin ihr Lieben, schön, dass ihr am Start seid. Ich möchte euch ein paar Worte mitteilen, die von Herzen kommen. Ich habe in letzter Zeit viel nachgedacht, wisst ihr, nach der Sache mit Fair, dem besten Döner der Welt. Ich habe kurz Angst bekommen. Angst, dass die Mission vorbei ist. Dass ich den besten Döner gefunden habe und mein Lebenswerk quasi, meine Mission einfach vorbei ist. Aber ich sag's euch, Real Talk, ich habe durchgeatmet, ich habe mich aufgerafft, Schweiß von der Stirn gewischt. Ich hatte Angst, aber drauf geschissen. Ich habe telefoniert, ich habe gemacht, recherchiert und bin auf einen heißen Tipp gestoßen. Ein Geheimtipp von einer Person, die anonym bleiben möchte. Und ich bin losgefahren nach Wien. Denn diese verdammte Mission, das sage ich euch, die ist erst vorbei, wenn ich es sage. Moin ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid aus dem wunderschönen München. Ich bin am Start, Mann. Ich bin am Start. Ihr habt die Ansage gehört. Wir sind am Start. Ich brauche euch, Mann. Pferd hat alles gesprengt, Mann. Deshalb nehme ich jetzt alles. Alles an Aufwand auf mich. Baller nach Wien mit der Bahn dieses Mal. Hol hier ein Auto ab. Fahr nach Wien. Und dann dieser Döner. Glaubt es mir, ich hole mir nur noch die Sahnestücke raus. Der wird krank. Ich sag nur auf Holzkohle. Auch wieder so ein Ding. Oh, Wien, naja. Das wird gut. Glaub mir, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich habe eine krasse Ausstrahlung auf die Frauen, Mann. Glaub mir. Die haben sich Blicke gekreuzt. Wuff, wie Blitze. Vertraut mir da mal. Das war natürlich gelogen. Wir ballern jetzt los, holen den Wagen ab. Das war natürlich nicht gelogen. Denkt mir natürlich dran, die Kommentare vollzuknallen und wirklich wieder ein Gutschein. 50 Euro an irgendjemand aus den Kommentaren suche ich mir raus. Bam. Vielleicht Top-Kommentar, vielleicht pinne ich an. Eins von beiden, da findet ihr das. Ich brauche einen Gourmet-Döner. Ihr müsst wirklich alles jetzt nochmal geben. So, ja, jetzt holen wir Auto. Ganz kleiner Zwischenstopp nochmal zu Hause, denn wir haben einen Sponsor der heutigen Folge. Ich möchte euch mal kurz meinen neuen Staubsauger zeigen. War natürlich ein kleiner Spaß. Das hier ist der neue Staubsauger Yeti. Und ich möchte euch einfach nur ganz kurz frei raus ein paar Aufnahmen zeigen. Ich habe zum Beispiel einmal gezeigt, wie er Haferflocken wegsaugt. So, da habe ich auf dem Boden ein bisschen Haferflocken verstreut. Habe den aufsaugen lassen, dass ihr euch kurz von dieser Power mal einmal berieseln lassen könnt. Ich zeige euch die App auch nochmal kurz. Da könnt ihr Saugkraft einstellen. Ihr könnt auch Wischkraft einstellen. Zu Wischkraft komme ich gleich. Da stellt ihr alles ein, von wenig bis viel. Und ihr könnt natürlich auch einen Zeitplan einstellen, wo ihr dann genau sagt, so, der soll immer jeden Tag um 10 Uhr oder jeden zweiten Tag um 10 Uhr soll der anfangen zu saugen. Ich habe mal vegane Hafermilch, wohlgemerkt, habe ich auf dem Boden verteilt. Die hat er mal aufgesaugt, hat auch noch so eine Special-Funktion. Also wenn der auf den Teppich drauf soll, der fährt da nicht drauf, wenn er diese Wischfunktion drauf hat. Da hat er eine Sperre. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Und hier zeige ich euch nochmal kurz, wie der Staubsauger um ein paar Hindernisse rummanövriert. Wie gesagt, Sponsor der heutigen Folge. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt geht's weiter im Video. Nee, ich mache hier nur so ein kleines Video. Darf ich leider nicht erlauben. Da kann ich ja hier rüber gehen, das öffentliche Gelände. Dann bitte das Hotelgelände verlassen. Ich bin schon weg hier. Lass mich doch nicht ans Bein pissen hier. Will er mir hier gleich meine Laune verderben, das gibt's ja nicht. Weiter geht's. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car in the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car in the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. So, kurzen Leihwagen bekommen. Jetzt wird losgeballert. Döner essen. Ich sag euch ganz ehrlich, ich bin keine Experte, ne? Aber ich sehe nur, wir werden, wo es geht, abgezockt. Wir werden arm gemacht. Ich weiß, jetzt muss ich 14 Euro zahlen, um auf der Autobahn in Österreich zu fahren. Ich möchte nichts dazu sagen. Vielleicht hat das irgendeinen Vorteil. Jetzt kommen mir die Grünen um die Ecke. Keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, aber das kann ja nicht sein. Wie soll ich mir jetzt diesen Döner in Österreich noch leisten? Mann, du! Wir befinden uns in der Bäuerle-Gasse. Ach, scheiße, wo ist denn die Bäuerle? Oh, bin ich dumm? Wir befinden uns in der Bäuerlegasse. Ich sag's euch, ich bin tot. Ich bin absolut im Arsch. 6 Stunden Bahn, fast 5 Stunden Autofahren. Seit 3 Uhr wach, jetzt ist es 18 Uhr. Und ich sag euch wirklich, auf ganz deeper Real Talk-Ebene, seit 6 Uhr habe ich nichts mehr gegessen. Fühl mich wie in Trance, weil ich so lange nicht gepennt habe und so. Oh, als wäre das hier alles ein Traum. Wir sind hier. Also wir sind am Start. Moin erstmal zusammen. Hallo. Ich komme aus Deutschland extra hierher, um zu testen. Dufte gleich. Wisst ihr was? Ich werde mir einen richtig, richtig schönen Döner werde ich mir jetzt genehmigen. Also Fleisch, sieht man direkt, schön Schichtfleisch. Die Hitze knallt mir ins Gesicht. Und ihr wisst, wie lange ich jetzt nichts gegessen habe. Den werden wir gleich. Ich glaube, da kann sich der Fairhard auch warm anziehen. Das zieht natürlich die Kohle und so. Das geht natürlich alles rein. Kennt ihr vom Grill. Da habt ihr natürlich die schöne Kohle, die vom Geschmack her im Fleisch dann wiederzufinden ist. Scheint hier frisch aus dem Ofen rauszukommen. Alles frisch gemacht.
knackiges Brot, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, ein Döner würde ich nehmen, gerne. Genau. Ohne Soßen am besten. Ich würde ohne Soßen nehmen, dass ich den Fleischgeschmack so richtig schön rausschmecken kann. Backt ihr jeden Tag frisch das Brot, ne? Ja, 20 Minuten. Ah, einfach nur Tomaten zwiebeln wäre gut. Und gleich wieder rein. Also optisch, was soll man sagen, ansprechender Döner, selfmade alles, Brot selber gemacht, Fleisch. Ohne Soßen habe ich jetzt genommen. Das kannst du nur machen, wenn das Fleisch wirklich endgegner ist. Da kannst du nicht hinkommen, wenn das zweitklassiges Fleisch ist oder auch nur gutes Fleisch, bringt nichts. So lange Reise auf mich genommen und wir werden den jetzt verköstigen. Brot scheiße ein, sag ich euch direkt, so eine Scheiße, Mann. Der Titel sollte heißen, harte Konkurrenz für Fairhart. Alter, scheiß TikTok. Ich hab dieses Video von TikTok gehabt, Mann. Einen verdammten Tipp. Fleisch ist top, Mann. Fleisch ist top, aber das Brot scheißt sowas von ein. So, liebe Chefin, ich habe Ihren Döner verköstigt. Das Fleisch, muss ich sagen, ist absolut spitze. Aber ich finde das Brot, das ist zu präsent. Zu präsent ist das. Ja, ich weiß. Ja, da könnte man vielleicht ein bisschen dünneres und dann wäre das Brot, wäre der Döner perfekt. Und das Fleisch Weltklasse. Dünneres Brot haben Sie nicht zufällig da, ne? Doch, wir haben das System. Jemand bestellt, jemand ganz frisch. Ah. Dann würde ich das noch probieren. Da hast du dich aber nicht so gefreut gerade, ne, du Schlingel? Das Fleisch ist Spitzenklasse. Aber das Brot war zu dick, habe ich gesagt zu der Chefin. Deshalb nehme ich Dürüm noch mal. Dankeschön. So, jetzt pass mal auf, Leute. Ihr wisst, ich habe gesagt, Brot hat eingekackt und ich hole trotzdem den Dürüm ohne Soßen, weil ich weiß, das Fleisch ist krass. Mein Döner ist jetzt vorbei, da können wir nicht mehr die Kohlen aus dem Feuer holen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wir können den Dürüm jetzt nochmal, um hier mit einem guten Gefühl hier rauszugehen aus der ganzen Sache. Durch diesen Hengstern. Ja. Den prügel ich mir jetzt komplett rein in den Mund. Den schiebe ich mir richtig, richtig hart rein. Meine Mutter hätte jetzt gesagt, komm her, du bist umzingelt. Schlingel. Ich hätte den hier nicht aufmachen dürfen. Ich habe ihn wieder eingepackt. Ich muss auch dazu noch sagen, eine unbekannte Quelle hat mir diesen Tipp gegeben, unabhängig von diesem TikTok-Video. Ich glaube, diese Quelle hat es auch aus dem TikTok-Video hat's gegessen und meinte harte Konkurrenz, ganz harte Konkurrenz zu Fairhart. Da werde ich gleich nochmal meinen Senf dazu abgeben. Was sagst du dazu? Pass auf. Ich glaub, besser. Besser. Weil das Brot nicht so präsent. Dankeschön. Ich sage ehrlich, am liebsten würde ich meine Quelle nennen, weil ich kenne die Quelle, die mir diesen Tipp gegeben hat. So, also eins kann ich soweit schon mal vorwegnehmen. Bitte nimm das nicht zu negativ, was ich gesagt habe. Die Enttäuschung quasi rührte nur daher, dass mir das jetzt absoluter Geheimtipp gegeben wurde. Was heißt Geheimtipp? Halt, dass es richtig reinknallen soll, richtig heftig sein soll. Und da kann ich direkt Wind aus den Segeln nehmen. Das Brot war komplett Katastrophe. Das Fleisch war wirklich geil, richtig geil. Ich meine auch, was von der Holzkohle gespürt zu haben, allerdings nur leicht. Kann ich jetzt wirklich nicht mit Bestimmtheit sagen, so, da ist voll die Holzkohle reingegangen, so wie wir uns nicht vorstellen würde von irgendwas vom Grill. Das nicht. An alle, die denken, Sie können sich Kohle in ihren Dönerladen reinhauen, Holzkohle, welches Holz auch immer. Und können da Fleisch drüber knallen und denken, sie werden die Welt verändern und irgendwie an Fairhart rankommen und Fairhart Konkurrenz machen. Denkt dran, Fairhart hat da keine Ahnung, sein ganzes Leben dran getüftelt. Da steckt sein Leben drin. So, da muss schon was kommen. Tut mir leid, auch nichts gegen Chefin, super nett. Aber da muss noch mehr Leidenschaft. Ob Chefin oder Chef, egal, da muss man für brennen. Oder habe ich direkt gemerkt schon, eigentlich habe ich das innerlich schon abgehakt. Da musste viel mehr Emotion, viel mehr Leidenschaft rein. Dementsprechender Döner von mir, 8 von 10 Punkten. Dürüm vielleicht, 8,1, war auch zu präsent, zu trocken. Da war nichts Besonderes dabei. Wurde sich viel Gedanken ums Fleisch gemacht. Das war spitze, aber das Brot wurde weggelassen. Kann ich leider nicht eine bessere Bewertung geben. Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn ich heute enttäuscht war. Und haut mir so eine Knaller rein. Ich bereue die Fahrt trotzdem nicht. Ich nehme jeden Weg für euch auf mich. Dazu stehe ich mit meinem Namen. Und ich danke euch fürs Zuschauen, Mann. Und denkt daran, so viele, die diese Videos gucken, haben mich nicht abonniert. YouTube zeigt nicht immer alle Videos. Haut das Abo rein, dann verpasst ihr kein Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.